Ein herzliches Willkommen zum Einrichten in Minecraft. Heute wollen wir das Hühner- bzw. Kaninchenhaus oder auch Stall einrichten. Dazu fangen wir hier draußen an. Und zwar brauchen wir einen Fichtenholzzaun, Schwarzeichenlaub, Kies und Flieder. Hier draußen kommt Flieder in die Ecke jetzt vor das Haus. So, und hier wird dann der Zaun und die Hecke weitergemacht. Das ziehen wir hier einmal durch. So, dann geht's hier rum. Bis hierher, hier lassen wir einen Block frei. Da machen wir so einen Schlenker rein. Den Zaun hinterherziehen und dann geht es in die Richtung dann weiter. Ein Stückchen können wir noch. So. Und den Rest machen wir dann beim nächsten Gebäude. Dann fangen wir hier schon mal an, so ein bisschen die Straße bzw. den Weg zu erweitern, was dann letztendlich der Hof wird. Der wird komplett aus Kies. So. Okay. Hoppla. So, den Kiesweg gehen wir dann bis hier vorne vor mit Abschluss des Hauses. Und dann füllen wir den ganzen Weg auf. So, der Weg ist jetzt fertig und somit ist auch erstmal draußen soweit fertig, wenn wir hier noch die Tür ein wenig ausgehoben haben. So, und dann ist hier draußen fertig. Packen wir das Zeug mal wieder zurück in die Kiste und gehen rein. Und hier fangen wir dann mit dieser Seite an, da kommen die Hühner rein. Und dazu brauchen wir ein Hühnerei, Eichenholzzaun, Eichenholzstufe, Blumentopf, Strohballen, Redstone, einen Hebel, einen Eisenblock, einen klebrigen Kolben und gebrannten Ton. Dann heben wir hier den Boden aus und tauschen das Gras in Stroh bzw. Streu aus. So. Da muss man ein bisschen gucken bei den Heuballen, dass man immer so ein bisschen oben drüber steht. Denn sonst legen die sich so quer und das ist... ist dann nicht mehr so schön, wenn man dann die Seiten oben hat. Also wenn man von oben rauf guckt, sieht das immer aus, als wenn man eben ein Streu drinne hätte. So. Hier lassen wir noch frei. Hier kommt jetzt eine Klappe hin. Dazu machen wir hier unter dem Block den Erdblock weg, da kommt ein Redstone hin und ein Hebel. Da lässt sich der Redstone nämlich über den Hebel aktivieren. Hier gehen wir noch einen Block weiter runter, da kommt ein klebriger Kolben rein und obendrauf ein Eisenblock. Und dann kann man nämlich hier die Tür bzw. die Klappe zumachen. Hier kommt ja noch dann später der Block hin und dann ist nämlich zu oder eben auf für die Hühner. So, dann füllen wir hier mit Strohballen auf. Da machen wir erstmal mal wieder auf, weil wir da gleich wieder raus müssen. Dann kommt hier jetzt so ein kleiner Unterstand, beziehungsweise so eine Sitzstange. Mehr so ein Unterstand für die Hühner hin. Und ein paar Wasser- beziehungsweise Futternäpfe dürfen natürlich nicht fehlen. So, das war's dann auch schon hier drinne. Wir packen das Zeug erstmal wieder aus. Das kann ich noch behalten. Machen wir gleich, wenn wir wieder reinkommen.
So, hier draußen, das wird jetzt das Außengehege von den Hühnchen. Da brauchen wir Schwarzeichenholzzaun, einen Seerosenblatt, Zuckerrohr, Schwarzeichenholzstufe, dann den Schwarzeichenholzzaun, einen Wassereimer und grobe Erde. Hier kommt ein Zauntor hin, dass man eben von der Seite auch eben ins Außengehege kommt. Und hier hinten kommt auch ein Zauntor hin, damit man eben auch zu den Kaninchen dann später rübergehen kann. Hier kommt wieder so einen Unterstand hin. Diesmal allerdings mit drei Zäunen. Und hier kommt dann See kann man das nicht nennen, ein Teichchen für die Hühner. Dazu nehmen wir hier zwei Blöcke, hier drei und hier wieder zwei. Heben das Ganze aus. Dann tauschen wir hier jeweils den Rand mit grober Erde aus. Und heben hier nochmal eine Etage tiefer aus. Und hier kommt auch grobe Erde rein. Da war schon grobe Erde, auch gut. So, dann füllen wir das Ganze natürlich mit Wasser auf. Dazu einfach Wasser rein. Genau. So, bis es nicht mehr läuft. Dann hier hinten in die Ecken Zuckerrohr. Das können wir gleich ein bisschen höher bauen. Dann sieht man auch gleich, wie das am Ende aussieht. Machen wir gleich drei hoch. So. Und ein, zwei Seerosenblätter in den Teich. Und fertig ist das Außengehege für die Hühnchen. Ich packe wieder alles in die Truhe. Wir nehmen nur unsere Hühnchen noch mit. Machen hier unseren Block noch vor. Stellen uns nach draußen und lassen ein paar Hühner spawnen. So, und schon haben wir Leben in der Bude. Der eins rennt schon gleich nach draußen. Da würde ich auch gerne hingehen, wenn ich Huhn wäre. So, die Hühner sind fertig. Dann machen wir doch bei den Kaninchen weiter. Für den Innenbereich brauchen wir einen Strohballen, Blumentopf, Eichenholzstufe, Eichenholzzaun, Hebel, klebriger Kolben, Redstone, Eisenblock, den gebrannten Ton wieder und ein Kaninchenei. Gebrannten Ton und Kaninchenei packen wir erstmal zur Seite. Das brauchen wir ja nun erst später. Und dann heben wir hier wieder komplett aus und tauschen den Boden in Stroh aus. Und immer schön von oben, damit die Dinger sich eben nicht querlegen. Das ist eigentlich, ist das genauso blöd wie diese Holzstämme. Wenn man da nicht aufpasst, dann hat man die auch immer verkehrt. Ah, hier lassen wir noch offen. Hier kommt ja wieder die Klappe hin. Dazu hier unter ein freimachen. Hier noch ein weiter freimachen. Redstone hin. Hebel an die Wand. Sticky-Kolben in den Boden. Eisenblock oben drauf. Und zumachen. Und das funktioniert wunderbar. Hier kommt jetzt ein Kaninchenunterstand hin und hier machen wir zwei Zäune, machen das Ganze ein bisschen breiter, denn die Kaninchen sitzen ja eher unter und nicht oben drauf. Bei den Hühnchen ist es ja so gedacht, dass die auch oben drauf sitzen sollen. So, dann Futternäpfe noch in die Ecken stellen für genug Wasser und Futter. Und dann ist eigentlich der Innenbereich auch schon fertig. Wir packen wieder aus, den Rest nehmen wir mit und gehen nach draußen. Hier draußen haben wir ja nun schon das Zauntor reingemacht, das brauche ich also nicht mehr mit rausnehmen. Wir brauchen für draußen jetzt hier eine Schwarzeichenholzstufe, Schwarzeichenholzzaun, Löwenzahn und hohes Gras. Dann bekommen die Kaninchen hier einen Unterstand, dazu vier Holzzäune immer mit einem Abstand von einem Block aufstellen. Die Halbstufen oben drauf in der Mitte ein und fertig ist ein kleiner Unterstand. Dann hier in die Ecke ein bisschen hohes Gras und ein wenig Löwenzahn. Hier noch ein bisschen Löwenzahn und hohes Gras.
Und fertig ist der Außenbereich für die Kaninchen. Wir packen wieder alles aus, gehen nach drinne und lassen dann die Kaninchen los. So. Zack. Und los geht's. Ihr Hoppler. Alles braune Hoppler. Da ein weißes. Und wieder ein brauner Hoppler. Na gut, wir haben eben nur braune Kaninchen. Hoppelt mal nach draußen, ist schöner dort. So, dann haben wir noch den, hier noch den Bereich. Dort brauchen wir eine Truhe, Karotten, Strohballen und Fackeln. Dazu stellen wir hier eine Truhe hin. Da kommen die Karotten rein für die Kaninchen. Hier hinten müssen noch Fackeln an die Wand. Es müssen überhaupt noch Fackeln an die Wand hier im gesamten Raum. Dazu gehen wir hier nochmal rein. Überall an die Holz, an die Holzstreben machen wir eine Fackel. Dann sieht das Ganze recht einheitlich aus und es ist eigentlich auch hell, also hell genug hier in dem Stall. So, genau. So, hier kommt Stroh hin. Ganz viel Strohballen. Wichtig ist in dem Fall, dass das hier so ein bisschen unter dem Loch sich auftürmt. Warum, das erfahren wir gleich oben. So, genau, das ist unser Stroh dann hier, beziehungsweise Streu für die Tiere. Dann haben wir jetzt noch den Heuboden. Dazu gehen wir hier hoch. Da brauchen wir eine Holzfalltür und Strohballen. Und die Holzfalltüren machen wir hier ran. Und dann kann man nämlich die Klappe aufmachen und die Ballen runterschieben. Ganz einfach. Man kann es auch größer machen, das Ganze, dass man hier eben so eine Vierer hat. Das wirkt ein bisschen realistischer. Finde ich persönlich schöner. So machen wir das. Und dann müssen wir natürlich hier ordentlich Stroh einlagern. Denn das gehört ja nun mal hier auf so einen Heuboden drauf. Heu haben wir nun leider nicht in Minecraft. Das ist auch irgendwie schwer darzustellen. Man könnte höchstens noch Grasblöcke mit reinmachen als Heu. Aber ich denke, so Stroh wirkt dann doch am besten. Und einfach verteilen, irgendwo hin. So, Heuböden sind ja nie aufgeräumt. Das ist ja, das sieht ja immer aus wie Kraut und Rüben. Die Dinger werden ja auch einfach nur reingeschmissen. Und irgendwann dann durch die Klappen bzw. durch Kanten oder so nach unten geworfen. So, dann haben wir den Heuboden eigentlich auch fertig. Beleuchtet hatten wir hier schon. Ja, dann war's das auch. Der Stall ist fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos auf GameHardLP.